Aktuell sind wir in Südfrankreich, in Paul Ricard. Das ist eine Strecke, die man üblicherweise so aus der Formel 1 kennt. Das Layout, das wir aktuell fahren, kombiniert sehr lange Geraden, bei denen wir sehr schnell fahren, mit sehr engen Kurven, bei denen es darauf ankommt, eine hohe Kurvengeschwindigkeit erreichen zu können. Das stellt uns vor die Herausforderung, dass wir sowohl ein Fahrzeug einstellen müssen, was schnell geradeaus fährt, aber auch schnell um eine Kurve kommt. Das sind Widersätze normalerweise. Video check, 1, 2, 3. Radio okay, radio okay. Noch 3 Minuten. Die Einstellmöglichkeiten, die wir bei dem Fahrzeug haben, sind im Fahrwerk. Wir können die Spur und den Sturz einstellen. Wir können die Federraten verändern. Wir können Dämpfercharakteristiken anpassen und können so versuchen, dem Fahrer ein optimales Fahrzeug zu geben, mit dem er die beste Rundenzeit erzielen kann. Das Team der Reiter Hans hat jahrzehntelange Erfahrung im Rennsport. Das ist natürlich für uns nur von Vorteil, kann man sagen, weil wir einfach hier auf die große Erfahrung zurückblicken können. Und vor allen Dingen auch wirklich gute Mitarbeiter im Team, die wissen, was sie tun. Paul Ricard, this weekend we are set for the final 2 races within the Fanatec GT2 European Series. Noch 2 Minuten, Shadow B2. 1 Minute, Engine on. Lights are green, we go racing. And it is Anders Fjord back there who pulls the throttle from pole position, a championship to be won here. Denk dran, du hast kalte Reifen. Kalte Reifen. Sadie Sarmini goes on the prowl against Mauro Casadei for 5th and 6th places now. Copy, box, box, box. He is closing on Hans Stuck in the meantime. Ganz okay dabei, würde ich sagen, oder? Wie war es vom Gefühl? Durch präzise Spurt eigentlich. Sehr gut. Noch 1 Runde. Gut gemacht, Junge. Sauber. Ich glaube, meine Faszination Rennsport kann man am besten so beschreiben. Unser Promoter, der Stefan Rattel, hat mal gesagt, Motorsport ist die einzig legale Droge. Und das kann ich eigentlich nur bestätigen. Für mich ist Rennsport mein Leben. Ohne Rennsport könnte ich nicht leben. Und ich hoffe, ich kann es recht lange machen. Die Ingenieure, die Teammanager, die Fahrer, man steht ein komplettes Wochenende unter Strom. Es ist einfach mehr wie Familie oder so. Und, das macht natürlich extrem viel aus, warum man das dann aushält und warum man den Job macht. Ja, ich glaube, wir sind alle ein bisschen so Adrenalin-Junkies.